Ja, der wo Golfplatz ist ja gleich da hinten, also ist ja eben der Fail. Ich hätte es gleich vielleicht von Anfang an schon so machen sollen, aber müssten mal schauen, was da für Autos auf dem Golfplatz rumfahren. Alles andere nur keine Ketten. Hey, das ist der Kollege. Oh gut, es fahren gar keine Autos auf dem Golfplatz rum. Liegt das vielleicht an der Uhrzeit? Spielen die Leute jetzt nicht mehr Golf? Oh, schade, ich dachte, ich könnte euch jetzt noch zeigen. Da gar keine Golfspieler. Ja, dann liegt es an der Uhrzeit. Naja. Gut, ist jetzt ja nicht so wahnsinnig wichtig. Jetzt fliegen wir. Aber ihr habt gesehen, eben wenn wir jetzt einen Caddy holen wollten, hätten wir schon mal Pech gehabt. Da hätten wir zu einer anderen Uhrzeit kommen müssen. Und bei dem, zu dem wir jetzt gleich hinfliegen, ihr habt es ja schon gesehen, der ist immer da, 24 Stunden. Schön versteckt im Gebüsch. Nun wissen wir auch, dass er nicht in diesem Busch ist, sondern in diesem da. Ah, ich sehe ihn sogar schon von hier. Da. Schade, ich sehe jetzt nicht, wo ich hin. Ah, okay. Gut, so. Und jetzt fahren wir. Wie fahren wir jetzt am besten? Ja, wir fahren wieder über diese Brücke. Oh, ich will hupen. Ah, das geht sogar. Okay. Steht irgendwie. Irgendwo steht Caddy better than walking. Also besser als laufen, als mit dem Caddy. Ja, stimmt eigentlich, oder? Kann man den auch beschleunigen damit? Um 9? Nein, das kann man nur bei den Motorrädern. Mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit rasen wir hier die Washington Street rauf. Und das Gute ist, ja, wenn der kippt, also den kann man relativ einfach wieder zum Stehen bringen. Aber ich möchte ihn jetzt nicht nochmal holen, also ich passe besser ein bisschen auf. Jetzt müssen wir nämlich nur noch hier über die Brücke und dann sind wir schon bei unserem Sunshine Autos. Und dann ist das wirklich das Auto, das Fahrzeug, das am weitesten, den weitesten Weg, den wir jetzt zurücklegen müssen. Die anderen, die wir noch brauchen für die vierte Liste, sind sehr, sehr nah beim Autohaus gelegen. Sondern vor allem schön anständig die reguläre Straße zum Autohaus. Ihr habt euren Caddy. Jetzt brauchen wir Voodoo Package, Mr. Whoopi Pizza Boy. Okay, jetzt holen wir uns als nächstes den Voodoo.
Der Voodoo steht, das kann ich ja jetzt schon sagen, der steht vor dem Haus bzw. der Hütte von Antikune. Die Haitianer werden wahrscheinlich alles andere als erfreut sein, dass wir jetzt dort vorbeischauen, aber ich habe ja 150 Leben, 150 Rüstung, also das sollte ich problemlos überleben. Ja, Idiota. Fast ein Insider, wir holen jetzt uns hier wieder die, wo ist die Waffe hin? Oh, ich habe eine Orientierung. Ah, hier ist sie, hier die Waffe. Genau, und jetzt in den Voodoo. Ich bin hier, schon hier das Haus ist das Haus von Auntie Poulet, ja. Genau. Ist hier die Terminator 2, der Kanal von Terminator 2. So. Das wäre auch wieder mal wieder ein Film zu schauen. Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt groß noch sagen soll, weil ja, schließen diese Autosammelangelegenheit ab und dann in der nächsten Folge machen wir weiter mit den Autorennen. Auto macht mal schöne Geräusche. So, jetzt Baggage, Mr. Whoopi Pizza Boy. Jetzt holen wir uns den Baggage. Ups, hätte ich fast das Geld wieder eingesammelt. Und eben der Baggage, der jetzt am Flugplatz kann ich zeigen, der Baggage, der den fixen Spawnpunkt hat, den finden wir natürlich, aber es fahren sonst keine Baggage-Wagen am Flugplatz rum, sondern nur alles andere Autos. Da müsst ihr jetzt mal schauen, das sieht so komisch aus. Golfplatz wäre natürlich noch epischer gewesen, aber ja. Egal. So. Seht ihr da? Taxi. Taxi, also noch mehr. Ah ja, egal. Ach ja, als ich da die mit dem Spielzeughelikopter da, oder als ich das gemacht habe, ist ein Flugzeug in mich rein gefahren, zweimal sogar. Also ein großes Passagierflugzeug, das gerade am Landen oder am Starten war. Das hat mir nichts gemacht. Also, wenn ihr dann mal spielt, das Spiel und Angst habt, dass ihr da von Flugzeugen getroffen werdet, braucht ihr keine Angst zu haben. Passiert nichts. Man kann die Flugzeuge ja auch nicht abschießen, das geht ja nicht. Jetzt noch den Mr. Whoopi und den Pizzaboy. Machen wir noch den Pizza. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Ja. Und zwar der Pizzaboy, den kann man jetzt an drei Orten holen. Entweder, das wäre der weiteste Weg, in Vice Point, wo wir auch die Pizzaboy-Missionen gemacht haben, also die Pizzaboten-Missionen. Dann in Downtown, in dem Pizza-Restaurant dort.
Das wäre ja noch relativ nah, aber auch nicht unbedingt gerade um die Ecke. Oder... hier. Eben nachdem wir den Haitianern ihre Drogenfabrik in die Luft gejagt haben, hassen die uns und schießen sofort auf uns, sobald sie uns sehen. Aber ja, wir müssen ja nichts mehr groß sind, keine Monster-Stunts mehr in Little Haiti, keine Rampages mehr, keine Päckchen mehr. Rampage und Päckchen haben übrigens abgeschlossen. Es fehlt uns also nur noch ein Monster-Stunt. Läden haben wir auch alle gemacht. Stadion-Challenge auch. Also sind schon relativ weit. So, ich habe den noch schnell in die Garage gestellt. Und es fehlt nur noch der Mr. Whoopi. Und hierfür müssen wir jetzt... Nein, jetzt bin ich reingelaufen. Scheibe. Ja, ihr werdet dann schon noch sehen, warum ich da eigentlich nicht reinlaufen wollte. Also das Handling von dieser Karre ist einfach, hat zwar geilen Ton und so, aber das Handling ist mal am Arsch. So. Ja, wir gehen jetzt zu Fuß. So, Mr. Whoopi ist ja nicht weit. Oder nehmen wir uns noch einen Infernus. Ja, da muss ich aber schnell wegfahren. So, das habe ich auf der Karre genommen, damit ich schnell weg von der Straße komme, damit ich sie nicht mehr blockiere. So, der Mr. Whoopi ist genau hier. Vollbremse. Und gekauft. Cherry Popper Ice Cream. Eiscreme-Fabrik gekauft. Und jetzt ist es so. Wenn man jetzt in den Mr. Whoopi steigt, aktiviert das die Mission von dem von der Eiscreme-Fabrik. Aber die wollen wir eigentlich jetzt noch nicht machen. Wir möchten zuerst alles, was mit dem Autohaus zusammenhängt, machen. Muss ich mal schauen, ob wir das irgendwie... Und auf keinen Fall hier speichern, weil das habe ich gelesen, das Buggy. Da ist irgendwie das Buggy, ich weiß auch nicht, was genau passiert, aber auf jeden Fall nicht keinen... Ja, eben, Transaktionen, das machen wir jetzt nicht. Wir fahren den Jungen hier, den Mr. Whoopi, ins Autohaus. Ja, ich gibt hier nämlich noch eine Abkürzung, die weniger gefährlich ist. Vielleicht hier. Nein. Ja, genau. This is a hot ring racer. Ja, man erhält irgendwie 20.000, aber man erhält sogar noch mehr Geld. Hm, seltsam. Naja, wie auch immer, wir haben das abgeschlossen. Jetzt das nächste sind die Straßenrennen, aber die werde ich euch erst in der nächsten Folge zeigen. Also bis dann, haltet die Ohren steif, man sieht sich. Tschüss.